So, dann recht herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Pressekonferenz des SC Magdeburg zum Spiel gegen die TSV Hannover-Burgdorf. Endstand 30:28 zur Halbzeit, 12:11 vor 5.960 Zuschauern. Die erfolgreichsten Werfer auf Seiten der Gäste: Sven Sören Christoffersen mit 10 Toren sowie Kai Häfner mit 6 Treffern. Auf Seiten des SC Magdeburg heute erfolgreichster Werfer Robert Weber mit 8 Toren, gefolgt von Jakob Beierstedt und Yves Grafenhorst mit jeweils 6 Toren. Soweit diese statistischen Werte. Wir begrüßen recht herzlich Gästetrainer Jens Bürkle und bitten um sein Statement zu dieser Partie. Erstmal herzlichen Glückwunsch an Magdeburg für diesen dann doch auch verdienten Sieg, weil wir es nicht geschafft haben, irgendwann mal in der zweiten Halbzeit nach vorne zu gehen. Wir hatten, denke ich, da ein paar Möglichkeiten, das Spiel enger zu gestalten. Ich glaube nicht, dass wir das Spiel heute verloren haben, sondern im Laufe der Woche. Das war gestern und vorgestern nicht fokussiert genug und haben deshalb einfach auch heute wieder zu viele Tore bekommen, die wir nicht haben wollten. Aber da haben uns vielleicht im Training ein paar Wiederholungszahlen gefehlt. Und deshalb war das fast schon ein bisschen zu erwarten, dass sowas heute hier passieren kann. Ich denke, wir hatten heute die Chance, Magdeburg ein Bein zu stellen hier daheim und haben das nicht gemacht. Das ärgert uns sehr und wir werden das auch aufarbeiten. Ja, ist momentan sehr ärgerlich, weil hier wirklich hätte was heute gehen können und wir die Chance mal wieder nicht genutzt haben. Dankeschön, Jens. Georg Svensson, deine Einschätzung vom Spiel. Schönen guten Abend und danke, Jens, für die Glückwünsche. Ja, also ich sage ganz einfach, wie das ist. Für uns war das ganz, ganz wichtig, die 2 Punkte zu holen und deshalb hat geklappt. Das war, ist klar, einfach ganz, ganz, ganz wichtig. Ich glaube, dass wir haben also hinten ganz, ganz gute erste Halbzeit gespielt. Wir hätten wahrscheinlich unsere Torschancen, also die Möglichkeiten besser benutzen können. Besonders die Bälle, die wir gewonnen haben, haben einfach dann vorne zu viele, wenn wir Konter gelaufen haben, einfach zu viele Bälle weggeschmissen. Und das war ein bisschen das Fall auch zweite Halbzeit. Aber trotzdem haben wir also weitergemacht. Wir haben das konsequent, fand ich, gemacht. Und am Ende, wie gesagt, also die 2 Punkte bekommen. Also Hannover hat das auch also ein bisschen wie gewartet. Also ich habe, na klar, viele Spiele gesehen und es liegt viel Potenzial bei Hannover. Und ich habe einfach gewusst, es würde ein schweres Spiel. Und genauso fast gewartet, wie das Spiel gelaufen ist. Aber nochmal bin ich stolz auf meine Spieler. Und klar, die Leute, die hier sind, und wir haben natürlich versucht, die 2 Punkte für die Fans und klar für uns selber zu holen, und das hat heute geklappt. Danke. Dankeschön, Georg Svensson. Steffen Stiebler mit seinen Ergänzungen. Ja, ich kann mich dir eigentlich nur anschließen. Wir sind natürlich sehr zufrieden mit den 2 Punkten. Wir haben seit einigen Wochen, denke ich, schon eine sehr schwere Phase. Die Mannschaft spürt das natürlich auch, dass die Erwartungen, der Erwartungsdruck sehr, sehr hoch ist. Deshalb bin ich natürlich auch sehr zufrieden, wie die Mannschaft das heute gelöst hat, auch in vielen kritischen Situationen. Bin natürlich ein bisschen traurig, dass gerade in Phasen, wo es bei uns vielleicht nicht ganz so gut läuft, dass es dann eben auch vereinzelt sofort Pfiffe gibt, gleich in der Anfangsphase. Und ich denke mal, damit unterstützt man die Mannschaft mit Sicherheit nicht. Man macht sie eher noch unsicherer. Ich weiß, dass ein Großteil der Leute hinter der Mannschaft stehen und das auch weiterhin machen. Wir haben letztes Jahr sehr gute Erfolge erreicht, aber weil wir alle zusammen den gleichen Weg gegangen sind. Und ich hoffe, dass das eben auch weiter so geht, dass die Unterstützung weiterhin so ist. Und dann werden wir auch wieder positive Spiele bestreiten, vielleicht auch spielerisch ein bisschen besser. Wir arbeiten da tagtäglich dran und wichtig ist natürlich, dass wir Erfolgserlebnisse haben. Das haben wir uns heute geholt. In 3 Tagen geht es weiter in Ungarn. Da ist dann die nächste Probe. Da wollen wir auch weiterkommen. Also wir werden alles dafür tun, auch in Zukunft erfolgreich zu spielen. Dankeschön. Dankeschön, Steffen Stiebler. Vielleicht noch kurz, es gab mehrere Verletzungsunterbrechungen und 2 Spieler mussten auch runtergetragen werden. Wie sieht es bei eurem Schaber Sütsch aus? Gab es da schon erste Diagnosen? Also wir haben jetzt noch kein Röntgenbild in der Zeit gemacht und keine MRT. Deshalb weiß ich jetzt natürlich nicht, was da rauskommt. Alles, was ich jetzt sagen würde, wäre eine reine Spekulation. Von daher
Wird mal abwarten, was da rauskommt, aber momentan wissen wir da noch nichts. Okay. Ist ja auch erstmal eine Aussage. Wie sieht es bei Matthias Musche aus? Gibt es da schon? Ist ja nicht der gleiche Fall. Also er ist mit dem Knie weggeknickt. Wir müssen jetzt schauen. Er wird sicherlich dann morgen richtig untersucht und dann müssen wir gucken, was dabei rauskommt. Wir hoffen natürlich, dass es nicht ganz so schlimm ist. Ja. Wird er mit nach Ungarn fahren? Nicht richtig nicht. Das werden wir morgen sehen. Okay. Gibt es weitere Fragen von Seiten der Medienvertreter? Nicht der Fall, dann danke ich recht herzlich und wünsche dem SC Magdeburg ein angenehmes Wochenende, ein erfolgreiches Wochenende beim EHF Cup in Ungarn. Unseren Gästen gute Heimreise nach Hannover. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ja.